Und weiter geht's mit Battleborn. So, wir gucken uns den nächsten Charakter an. Es fehlt, glaube ich, nur noch einer von den Anfangscharakteren, die wir haben. Maki hatten wir schon. Miko, Montana, Orendi, Oscar, Mike hatten wir schon. Dawn hatten wir schon. So, jetzt fehlt nur noch Ra. Nehmen wir den mal aus. Da steht agil, Attentäter und einfach. Okay. Genetik, Sauger. Wenn Wrath Gegner schlägt, entzieht er ihnen bei Nahkampfattacken 8% des Schadens an Gesundheit und bei Skills 10% des Schadens. Ah ja, heilt er sich selber. Grundsatz und Praxis. Wrath, primärer Nahkampfangriff, kann für schnelle Combo aneinandergereiht werden, während Schwertschwung Bereichsschaden verursacht. Okay, das ist vielleicht der Sekundärangriff. Blinkträger, Robe, Wrath. Die Generitenrüstung ist robust genug, um jede Menge Schaden zu absorbieren, aber leicht genug, um seine Schnelligkeit und Beweglichkeit zu bewahren. Ah, cool, okay. Holzklinge wirft die Energieklinge über eine kurze Distanz nach vorn und verursacht 200 Schaden. Oh. 200 ist, glaube ich, viel. Entfesselt eine Schockwelle, die sich direkt vor Wrath ausbreitet. 133 Schaden verursacht und Ziele in die Luft befördert. Okay, 133 ist nicht so viel, aber kann man vielleicht noch aufwerten. Wind des Grauens entfesselt nach kurzem Aufladen ein Wirbelwind, der bei Feinden in Reichweite 4 Sekunden lang 83 Schaden verursacht. Oh, Treffer, ach so. Weiß man nicht, wie schnell er sich denn dreht. Okay, das kann man schon. So. Verursache 10 mal 10.000 Nahkampfschaden in einem Spiel oder einer Mission. Okay, 10.000 Schaden ist vielleicht nicht so viel. Erledige 500 Generiten, okay. Das geht. Kommt auf die Mission an. Verursache bei Rendain 2000 Schaden mit dem katalytischen Schmetterer. Was ist das denn? Achso, das Skill 2. Katalytischer Schmetterer. 2000 Schaden. Okay, da müssen wir aber gegen den selber kämpfen, ne? Trifft 3 Gegner 100 Mal mit Kreuzklinge. Okay, wahrscheinlich auf einmal. Dankesbrief. Spiele 5 Spiele im gleichen Team wie Kaldarius. Okay. Da müssen wir einfach nur Glück haben, denn mit den Leuten. So, versuchen wir nochmal. Story öffentlich. Und ich gebe es nicht auf. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, in Fortgeschritten was zu finden. Wir haben Leute gefunden. Die sind alle nicht so gut, aber machen wir trotzdem so. Ich glaube, das nächste wäre eigentlich das Experiment gewesen. Genau, wir machen der Sentinel. Alle wollen es machen. Da gehen wir rein. Hoffentlich nehmen die jetzt nicht auch alle den Wrath. Aber wir hätten auch die Möglichkeit, den einfach einen anderen noch zu nehmen. Jedes Kind, das bei den Eldred aufwächst, kennt die Geschichten vom alten Sentinel, einem Artefakt-Massenvernichtungsgerät, das seit mindestens 1000 oder auch einer Zillion Jahren auf Econa ist. Jedenfalls, Rendain hat ihn gefunden. Und das Observatorium will den Sentinel lieber tot sehen als in Rendains Händen. Jetzt ratet mal, was wir heute für einen super Job bekommen. Hm? Wer den Held meiner Kindheit killen geraten hat, hat gewonnen. Ja, ist natürlich ein bisschen uncool, wenn es der Held ist. Wir sind nur noch zu dritt an. Nein, wir sind zu viert. Auswahl? Ja. Jetzt. Okay. Ach, so sieht das aus, wenn man skillt. Alles klar, also was können wir machen? Kreuzklinge verlangsamt Gegner bei Kontakt. Die Schockwelle von kalytischer Schmetterer ist verkürzt. Verteilt sich jedoch nach links und rechts. Okay. Wir nehmen das. Okay, wir. Okay, ich habe die falsche Taste schon gedrückt. Okay. Ja, wir müssen in den Nahkampf gehen.
und machen fast gar keinen Schaden an dem. Was ist denn da los? Okay, ich mache mal die Kreuzklinge. Okay. Warum hält er so viel aus und warum bewegt er sich nicht? Ich bin schon Level 2. Ich habe gerade mal eingetötet. Okay, ich mach mal den Special-Angriff hier. Ach so, ah! Den muss man erst zielen und kann den aktivieren. Okay. Das ist ein... Ah. Okay. Kreuzklinge, einen feindlichen Schild beschädigt, lädt sich Wraths Schild um den entsprechenden Schadenswert auf. Ah! Oh. Wenn eine Kreuzklinge zerstört wird, scheint eine neue Kreuzklinge und bewegt sich auf Wrath zu und fügt Gegnern dabei einen halben Schaden zu. Oh ja. Okay, okay, nein, ich nehme das Schild. Was müssen wir denn tun? Schild deaktivieren? Ach so. Okay, ich springe mal unten rein. Zack. Jawohl. So. Gucken, wo können wir denn hier hin? Wir rennen einfach mitten in die Gegner rein. Zack. Okay, okay, das war eine doofe Idee. Tatsache. Das war ja schlecht. Ich dachte, ich bin jetzt richtig übel drauf und kann hier jetzt so richtig Leute aussaugen und mich selber heilen, aber anscheinend bin ich gar nicht so stark. Oberflächler, ja. Das war ja richtig schlecht von mir. Und jetzt denken die alle, ich bin hier voll der Kacknapp. Was natürlich stimmt. So. Ich mach mal den Kreuzklinge hier nochmal, so. Kann schon die erste Ausrüstung aktivieren. Mach ich gleich. So, und hier Wrath. Doppelsprünge. Die finale Drehung von Wrath primärer Angriffskombo wird am Ende der Kombo zweimal ausgelöst. Das machen wir. Doppelsprünge. Weiß ich nicht, ob das cool ist. Zack. So, der hat ordentlich Schaden kassiert. Ah ja, stimmt, das mit dem Schild aufladen macht der nur Sinn, wenn der noch Schilde hat, also nur am Anfang vom Kampf. Okay, das ist anscheinend nicht ganz so cool. So, hier können wir... Da wurden doch gerade noch... Hier wird doch irgendwas angezeigt. Das ist unten. Ja. Ah, das müssen wir sowieso kaputt machen anscheinend. Auf der anderen Seite ist auch noch was. Genau. So, hier. Okay, es macht keinen Schaden an mir, wenn es explodiert. Das sammeln wir alles ein. Wir können das Schwert aktivieren. Und die Handschuhe. Wir nehmen die Handschuhe. Oh, zuerst. Ja, Level auf. So, wunderbar. Oh Mist, da ist schon der nächste. Okay, okay. Ich fühle mich ziemlich schwach. Ach stimmt, es ist ja fortgeschritten. Deswegen vielleicht. Die machen alle mehr Schaden. Natürlich gehen die alle auf mich. Okay, wir rennen weg. Oder auch nicht. Das ist ja richtig schlecht. Ey, wieso bin ich so schlecht? Okay, vielleicht sollte ich nächstes Mal... Okay, aber ich... Nein. Nein. Okay, jetzt kann ich gucken. Mit katalytischem Schmetterer angreift, wird er einen Satz nach vorne machen. Bevor er zuschlägt. Okay, katalytischer Schmetterer verursacht Stille bei Gegner, bei Kontakt. Ich nehme das hier. Oh, wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Da unten, oh, da sind ganz viele. Okay, hier ist einer. Unten rennt da Orendi rum. Ja, da rennt auf jeden Fall einer rum. Okay, ja. Nochmal den hier. Zack. Der hat den nicht getroffen. Ich glaube, wir brauchen mehr Absorption. Ja. Okay, wir sind... Ich bin so schlecht. Da... Okay, Hilferuf. Ich mach mal so. Ich brauche leider Hilfe. Ah ja. Da kann man es auch laut ansagen. Support, sie hat mich sogar geheilt. Okay, es läuft aus. Ja, schade. Ja, Mist.
Das ist ja okay. Extra Leben verbraucht. Ich habe keine mehr. Ist es die ganze Gruppe hat die? Okay, wir müssen anscheinend mehr zusammenbleiben. Okay. Also Nahkämpfer sein gefällt mir hier nicht so in dem Spiel. Sonst wäre das eigentlich ganz cool, aber ah, die Musik ist ja funky. Passt aber zu unserem Badass-Charakter gerade. So, hier können wir was aufmachen. Wir brauchen extra Leben, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Das, oh, ich dachte, das wäre eine Riesenkiste, aber nichts drin. Schild deaktivieren, ja, ist das. Das ist ja schlecht. Wir steigen irgendwie viel langsamer auf als sonst, habe ich das Gefühl. Springen wir nach vorne? Ist das das? Machen wir das gerade? Da sind auf jeden Fall kleine Leute. So einfach ist das. Hey, wo ist denn der hin? Boah, das ist ja schwer, die Übersicht zu behalten als der. Wenn man nicht nach vorne gucken kann. Oder wenn man um sich rum gucken kann. Das ist ein bisschen schwierig. Zack, jawohl. Das war gut, glaube ich. Hier nochmal die Kreuzklinge machen. Okay, ja. Doch wenn man denn auf neue geht, macht das schon Sinn mit dem Schild. Okay, mal die Kreuzklinge, zack. Ich mache jetzt mal den Mega-Angriff hier. Okay, er dreht sich ziemlich schnell. Also das sollte schon ordentlich Schaden machen. So, was können wir machen? Aufheben. Level. Genetik Sauger zieht zusätzlich Gesundheit ab, wenn ein Gegner durch den durch Skills Schaden erleidet. Okay, Genetik Sauger zieht bei Nahkampfangriffen auf Gegner zusätzlich Gesundheit ab. Sehr gut. Da haben wir mit jedem. Okay, wir müssen den Schild irgendwie deaktivieren. Wieder hin. Wie macht man das? Ja, okay, ich komme ja schon. Hat der irgendeinen Rock an oder so, der immer hochkommt? Okay, ich bin schon unterwegs. Oh, das war schon. Die Eldritt, die das gebaut haben, waren ganz anders als die von heute. Ganz klar große Fans von Todesfallen. Oh, okay. So, hier müssen wir uns draufstellen. Ach, das kann man nur zu viert machen, denn? Oder gibt es weniger Punkte, wenn man mit weniger Leuten da ist? Sind wir nur zu viert? Sie haben immer gesagt, dass dieser Ort gefährlich ist, aber verdammt, selbst das Imperium hat Probleme. Aber wir können nicht mehr zurück. Wir sollten vermutlich jetzt umkehren. Ha, sie scherzt, nur weil es ein Witz wollte. Klappe, Nova. Hm, feststeckender Aufzug. Kein gutes Zeichen. Ja, geil. Okay, wir aktivieren direkt den. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Der Skill, der macht ja richtig Schaden. Ups. Okay, wir machen schon mal erscheinen. Jetzt kommen die von oben wieder. Ja. So, geht's weiter? Da gibt's was zum Einsammeln. Ja, es ist nicht so toll. Ich nehme mal das Schild mit. Ich nehme einfach alles. Was ist denn los? So. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Verlangsamungseffekt bringt auf meinem Skill. So, was können wir machen? Basisschaden von Kreuzklinge verdoppelt die Länge der Schockwelle. Nee, Kreuzklinge mal immer. Was dieser Verlangsamungseffekt davon bringt. Wenn wir jetzt alle einen rauf, ja, ist wahrscheinlich im Multiplayer ein bisschen anders. Da macht man ja unterschiedliche Sachen vielleicht. So, oh, da kommen. Das sind jetzt nur diese kleinen hier. Ah, nee. Okay. Den können wir Splitter mitnehmen. Aber Credits sind da drin. Sind immer noch welche da? Ich dachte, das hätte sich mal jetzt schon gehabt. Zack, jawohl. Da kommt noch einer runter, jawohl. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut auch, ne? Wir müssen ja
ihren Ritengegner besiegen für diese Überlieferung. Man kann es auch einfach gedrückt halten. Man muss nicht die ganze Zeit immer wieder neu drücken. So. Der, oh ja, der teilt ordentlich aus. Der ist da oben. Ja, komm da mal runter da. War jetzt nicht so toll. Zack. Ist gar nicht wie viel. Das macht aber, glaube ich. Macht das gut Schaden? Weiß nicht, können wir das hier sehen? Aber die Verschlüsselung stimmt mit keiner der Milliarden bekannter Verschlüsselungen überein. Das ist echt schräg. Und der neueste Punkt auf einer langen Liste echt schräger Sachen zu dieser Höhlengrube. Hehe. Nova und ich sehen es uns an. Ja, macht jetzt nicht so viel Schaden hier. Ach, das sind so eine Wächter, glaube ich. Wo explodieren die? Team 6 melden. Team A. Verdammt. Okay. Versuchen es erneut. Alle guten Dinge sind sieben. Das stimmt vielleicht. So, sollen wir da reinrushen? Gegen wen kämpfen die denn? Kämpfen die gegeneinander? Auch nicht schlecht. Zack. So, den ersten haben wir schon mal. Doch nicht. Ist der lebt ja noch. Okay, Kreuzklinge. Treffe ich beide? Naja. Gab's da nicht auch eine Aufgabe von wegen mehrere auf einmal treffen? Mit irgendwas, aber ich habe den Skill vergessen, mit dem man das machen sollte. Oh ja. Wunderbar. So, wir haben genug, können wir. Bringt das was, wenn wir hier jetzt was bauen? Das Ding ja Geschütz. Ist er nicht. Ach stimmt, da ist ein Chef angezeigt. Hier sind Splitter noch. Vielleicht haben die anderen ja noch krassere Ausrüstung, die sie noch aufbauen müssen. Oh, sie kann fliegen auf ihrem Wasser. Das ist ja auch stylisch. Eilung, ja. Das ist schon sinnvoll, ne, dass man so einen dabei hat. Können wir. Ah, nee, habe ich nicht genug. So, wir sind noch nicht gestorben. Obwohl wir nur zu viert sind. Das heißt, in der nächsten Folge geht's weiter mit dieser Mission hier. Also dann bis zur nächsten Folge von Battleborn.